Ja, geil. Gut, wunderschönen guten Morgen. Heute mal wieder ein Video zum Thema Aktien, kaufen, verkaufen, Börse, Momentum, Crash, Herbststurm, Aktiensparpläne, Aktiendepot. Mal schauen wir uns, was uns da heute YouTube so vorschlägt. Ah, ein lustiges Video. Microsoft, Facebook, Amazon jetzt verkaufen. Das ist natürlich wieder ein sehr reißerischer Titel vor einer Woche. Also wer vor einer Woche diese Titel verkauft hätte, hätte schon wahrscheinlich schon mal wieder irgendwie einen Prozent Verlust gemacht. Fehlende Schauen wir uns steuerliche mal an. Intelligenz kostet sie im Sehr, Laufe ihres Lebens sehr Millionen. Hier sind sie. proportional, sage ich mal. Facebook hat derzeit mehr als nur eine Baustelle. Darauf werden wir in diesem Video schauen. Außerdem vor den Quartalszahlen, die bald anstehen, auf Amazon und auf Microsoft. Und dann gibt es noch, und deswegen nehme ich die Aktie heute mit rein, ein wichtiges Update zu Gazprom. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Bisschen schneller, weil Tja, da mussten wir auf die gute alte SMS zurückgreifen Anfang der Woche, denn es gab einen großen Ausfall bei sämtlichen Facebook-Diensten. Das war aber beileibe nicht das größte Problem für das Unternehmen. Darauf werden wir gleich direkt am Bildschirm schauen, außerdem auf Microsoft, Amazon und es gibt ein Gazprom-Update. Legen wir direkt los. Kommen wir zuerst zur Facebook-Aktie, die zuletzt noch erheblich unter Druck stand. Und wenn ihr jetzt sagt, die Kurse sind ja gar nicht ganz aktuell, das stimmt. Ich bin heute unterwegs, aber für die mittelfristige Betrachtung spielt das ja keine Rolle. Facebook hatte zwei Probleme. Ein Problem vorübergehender Natur, die meisten werden es bemerkt haben. Facebook war down eine Zeit lang, sogar relativ lang und damit einhergehend auch WhatsApp. Das werden dann noch mehr Menschen bemerkt haben. Das wird es aber nicht gewesen sein, was die Aktie so unter Druck gesetzt hat, sondern vielmehr eine ehemalige Mitarbeiterin. Vermutlich sind die meisten von euch investiert, nein, nicht investiert, sondern informiert. Und deswegen möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen und zwar in Form des Statements von Mark Zuckerberg selbst. Der hat sich nämlich geäußert zu den Vorwürfen und anhand dieser Äußerung wird eigentlich auch klar, was Facebook für ein Problem hat. Mark Zuckerberg hat also die Vorwürfe der Whistleblowerin Frances Haugen zurückgewiesen, wonach der Konzern Kindern schade und die gesellschaftliche Spaltung anheize. Die Behauptung, dass das Unternehmen den Profit über Sicherheit und Wohlergehen stelle, sei einfach nicht wahr, erklärte Zuckerberg am Dienstag in einer ausführlichen Mitteilung an die Angestellten. Ich kenne kein Technologieunternehmen, das Produkte herstellen will, die Menschen wütend oder depressiv machen. Gehen wir gleich drauf ein, erklärte der Facebook-Gründer. Er ging auf zahlreiche Punkte ein, die Haugen am Dienstag bei einer Anhörung im US-Kongress genannt hatte. Wenn wir die Forschung ignorieren wollten, warum schaffen wir dann ein Forschungsprogramm, um diese wichtigen Probleme zu verstehen, fragte er. Wenn wir uns nicht um den Kampf gegen schädliche Inhalte sorgen, warum stellen wir dann so viele Leute ein, die sich darum kümmern? Selbstverständlich kann man das aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich kann nur sagen, wenn ich der Kommunikationsmanager von Mark Zuckerberg wäre, dann hätte ich ihm dringend davon abgeraten, es so zu formulieren. Das wird so nicht funktionieren. Zu sagen, all diese Vorwürfe sind verkehrt. Wir stellen selbstverständlich das Wohlergehen und die Sicherheit der Menschen, insbesondere der Kinder, über unseren Profit. So wird das niemals funktionieren. Und ich glaube auch, dass er damit den Aktionären einen Bärendienst erwiesen hat. Komplett verneinen funktioniert insbesondere deshalb nicht, weil Frances Haugen selbstverständlich, ja, Harvard-Absolventin, sich nicht daran stört, dass Facebook Geld verdient. Das erwarten auch die Aktionäre. Sie stört sich ja ganz konkret daran, und darauf geht Zuckerberg überhaupt nicht ein, dass Facebook den Algorithmus je nach Bedarf anpassen kann. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht zu tief einsteigen, denn es soll heute nicht nur um Facebook gehen, aber der Vorwurf lautet, dass Facebook beispielsweise vor der Wahl den Algorithmus verändert hat, damit die Stimmung nicht eskaliert, was ja nur bedingt gut funktioniert hat, denn wir erinnern uns an den Sturm auf das Kapitol. Ja, das heißt also, Facebook kann das Newsfeed oder den Newsfeed eines jeden einzelnen Users so anpassen, dass er möglichst lange da bleibt und der Vorwurf von Haugen lautet, beziehungsweise die Erkenntnis, je aggressiver Facebook die Stimmung werden lässt, desto eher werden die Menschen lange auf der Plattform bleiben. Und wenn wir uns die sozialen Medien jetzt mal als Ganzes betrachten, dann erkennen wir dort, dass das schon lange kein Spiegelbild der Gesellschaft mehr ist, sondern vielmehr ein Spiegelbild der Abgründe der Gesellschaft. Denn was dort teilweise geäußert wird und auch ungeahndet geäußert wird, puh, das geht schon auf keine Kuhhaut mehr. Das allein wäre noch nicht mal das Schlimmste. Wenn man sagt, so ist halt der Algorithmus, Facebook will maximal Geld verdienen. Facebook weiß aber, das Unternehmen hat den Algorithmus dann versucht anzupassen und später quasi wieder zurückgedreht. Also wie bei so einem Regler, ja, da ist ein roter Bereich, da haben wir maximalen Profit, weil die Leute einfach wütend sind, weil sie sich provoziert fühlen und. Das funktioniert ganz hervorragend. Anhand des Algorithmus kann. Stopp, aber okay. Das ist das Hauptproblem des Journalismus, egal in welcher Hinsicht, ja. Und in gewisser Weise ist Social Media auch nur Journalismus, ja, Journalismus durch durch den Bürger, ja. Also jeder Bürger, der irgendwo eine Meinung abtritt, so wie ich jetzt hier auf YouTube, ja, oder auf Facebook oder sonst irgendwas, eine Reaktion, eine Meinung, was weiß ich, ein Erklärvideo, sonst irgendwas, ist ein Stück Journalismus, ja.
Ich sage, das Produkt ist meiner Meinung nach gut. Ich sage, die Aktie meiner Meinung nach steigt oder fällt oder ich habe das gekauft. Ich habe das gemacht. Das ist diese dezentrale Demokratie, die sozusagen das Internet grundsätzlich uns eröffnet hat. Ja? Also vor 20, 30 Jahren konnte ich als kleiner Selbstständiger mir wahrscheinlich keine große Werbeanzeige leisten. Und heute kann ich für ein paar Euro oder noch für ein paar Euro, je nachdem, wie die Klickpreise sind, ja, meine Stimme in die große weite Welt hinaustragen, überregional, global. Ja. Und das ist erstmal eine sehr, 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 sehr positive Entwicklung. Ja. Und jetzt kommt natürlich die Downside. So wie jede Münze zwei Seiten hat, hat auch das wiederum zwei Seiten. Journalismus hängt davon ab, von Reichweite. Also wenn du heute den besten Artikel deines Lebens schreibst, ja, super informativ und, ich weiß nicht, lebensrettend für die globale Menschheit, aber niemand liest diesen Artikel, dann bringt dieser Artikel nichts. Ja? Und Reichweite generierst du halt nur, indem du Aufmerksamkeit erzielst. Das heißt, vor Reichweite, das ist rein Marketingprinzip, ja, ich bin ja Marketer, seit über 20 Jahren. Und das heißt, vor Reichweite kommt Aufmerksamkeit. Ja? Und wie erzielst du jetzt in unserer Gesellschaft Aufmerksamkeit? Indem du halt teilweise aggressiv Headlines machst. Also mit anderen Worten, kurz gesagt, Aufmerksamkeit erzielst du nur über Emotionen. Ja? Also zuerst kommen die Emotionen, dann kommt die Aufmerksamkeit, dann kommt die Reichweite und erst dann kannst du überhaupt den Inhalt, dann bist du erstmal in der Position, überhaupt irgendwelche Inhalte breit zu streuen. Und letztendlich wird aus diesem Grund alles, was veröffentlicht wird und publiziert wird, sehr stark, sehr häufig, sehr stark hochsterilisiert, ja, damit du überhaupt erstmal den Klick bekommst. Und mein lieber, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt jetzt, hat auch dein Kanal, auch dieses Video, hat ja einen sehr reißerischen Titel. Auch das gehört da dazu. Ja? Das heißt, das ist nun mal so, dass einfach immer alles, sagen wir mal, alles kommt mit zwei Seiten im Leben. Ja, es ist halt nun mal so. Ja, ja? Jede Liebe kommt gleichzeitig irgendwann auch mal mit Trauer. Ja. Wenn du keinen Bock auf Trauer hast im Leben, dann wirst du auch keine Liebe erfahren. Ja? Und genauso ist es eben da eben auch. Ja? Und Facebook ist teilweise vielleicht nicht perfekt. Und ich bin absolut kein Facebook-Fan. Also ich bin eher so eine Art YouTube-Fan, aber da auch wahrscheinlich viel zu süchtig geworden schon. Ich nutze Facebook so gut wie gar nicht. Ich nutze LinkedIn für meinen Job und YouTube für meine Freizeit. Ja? Aber Facebook ist bestimmt nicht perfekt. Aber um überhaupt eine Plattform wie Facebook am Leben zu halten zu können, sodass jeder seine Meinung posten kann, Werbung schalten kann, für relativ kleine Geldbeutel, ja, lokale Businesses und so weiter, all diese Möglichkeiten eben hat, kommt dann auch auf die Downside, dass Plattform auch weiter bestehen bleiben kann, dass diese Plattform eben auch ihre Gewinne maximiert. Ansonsten würde es irgendwann diese Plattform nicht mehr geben. Und auch infolgedessen all ihre Benefits würde es dann nicht mehr geben, all ihre Möglichkeiten, die diese Plattform mit sich bringt. Ja. Und das ist nun mal eine ganz stinknormale Geschichte und klar, das würde ich mir auch vom Aktienkanal wie diesen hier erwarten, dass es eben dazugehört. Wir leben nun mal in keiner Hai-Chi-Bum-Bai-Chi-Welt. Das ist halt einfach so. Und ich bin im Marketing und Sales zu Hause und auch ich habe da, weil ich halt auch eine sehr bürgerliche Erziehung hatte. Ja? Also das heißt,
also extremst nüchterne Erziehung, eigentlich eher fast so päpstliche Erziehung. Also man drückt niemanden irgendwas rein, was er nicht haben will. Das ist natürlich auch ein Kampf, ein ethischer Kampf, der ständig auch bei mir persönlich stattfindet. Ja? Denn du musst auf der einen Seite musst du einen Kunden überzeugen können, und das ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Der Grund, warum ich dieses Video schaue, der Grund, warum dieses Video bei mir vorhin bei YouTube angezeigt wurde, hat mit dem Algorithmus zu tun, aber auch damit zu tun, wie das Icon war, wo die Überschriften waren. Waren sehr provozierend. Ja, Facebook, Amazon, Microsoft jetzt verkaufen, das ist für einen Anleger ist das eine provozierende Headline. Ja, ob die Zeit, die ich jetzt gerade verwende mit diesem Video, gerechtfertigt ist, investiert ist, weil meine Zeit ist ungefähr 100 Euro die Stunde, ein Stundenlohn von 100 bis 150 Euro. Jetzt habe ich 10 Minuten mit diesem Video verbracht. Ich verdiene mit YouTube aktuell kein Geld oder sowas. War jetzt der Titel gerechtfertigt zu der Zeit, die ich jetzt hier investiere und hier diesen... Ja, verstehst du, was ich meine? Oder war der Titel viel zu reißerisch? Und das ist alles das Gleiche. Es ist alles Marketing. Es gibt so einen Spruch, Marketing is everything and everything is marketing. Ja, und das ist einfach part of the game. Ja, und dass die hier so ein Ding hier machen, ist einfach reine Politik. Also natürlich lügt die da. Natürlich lügt die da. Was denn sonst? Ja, also es ist Business, und ich glaube, das gilt nicht nur für meine Bereiche im Sales und Marketing und Vertrieb, auch in meinen Branchen, wo ich unterwegs bin, aber grundsätzlich auch andere Businesses, bis hin zu Corona-Tests und was weiß ich für ein Kuckuck, ja, Biotechs und alles. Es wird überall gelogen, und zwar bis hierhin. Ja, jeder lügt rum wie die Hölle, um sozusagen erstmal seine eigene Agenda umzusetzen. Also, was weiß ich bin Angestellter, ich will befördert werden, ich will mein monatliches Gehalt, ich muss meine Miete zahlen, ich muss meine Familie ernähren. Jetzt ist es gerade das dritte oder zweite Kind unterwegs, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Das ist erstmal meine eigene Agenda, und deswegen werde ich auch so wahnsinnig bei diesen ganzen Coaches für Collaboration, also Teamwork, also all dieser Bullshit gibt es nicht. Ja? Jeder ist für sich erstmal, auch in den ganzen Unternehmen, und zwar mehr denn je, mehr als jemals zuvor. Jeder ist für sich, jeder schaut nur auf sich, wie er weiterkommt. Da brauchst du nicht denken, ich mache jetzt hier einen tollen Team Spirit und dann die Corporate Identity und da. Ich weiß nicht, ob es gibt vielleicht maximal 3 oder 5 Firmen auf der ganzen Welt, wo das vielleicht in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form vorhanden ist. Vielleicht nicht so wie Tesla oder sowas, ja. Wo lauter Idealisten und reine Teamgeist, reine Teamworker dort sind und so weiter. Aber ansonsten denkt jeder nur an sich, und jeder lügt bis oben hin, ja. Um sich da irgendwie durchzumogeln. Die allerwenigsten haben überhaupt noch irgendeinen Überblick. Und das geht vom kleinsten Angestellten bis hoch in die oberste Riege. Ja, ich kenne so viele IT-Leiter, ich kenne so viele Geschäftsführer oder technische Geschäftsführer, die quasi überhaupt nicht mehr, die in einen Sumpf von IT-Tools und Struktur und Herausforderungen und Datenexplosionen zu tun haben, die überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Die teilweise auch falsch beraten werden, weil selbst die Berater, die Spezialisten zu diesen Themen teilweise nicht mehr durchblicken. Und das ist alles, das wird natürlich alles kaschiert, wird alles nie so dargestellt oder publiziert oder auch nicht mehr unter der Hand, teilweise nur auch nicht mal in einem Teams-Meeting so kommuniziert, wie es tatsächlich ist. Ja, also es ist sozusagen einer meiner Künste, einer meiner Skills, dann sozusagen die Wahrheit irgendwo herauszuarbeiten, um dann eben tatsächliche Verbesserungen herbeizuführen in der IT-Infrastruktur.
Aber dass die hier nicht die Wahrheit sagt, ist doch völlig logisch. Das ist doch völlig logisch. Und ich glaube auch nicht, um jetzt auf das Video mal zurückzukommen, ich glaube auch nicht, dass die Aktionäre aufgrund solcher Aussagen hier die Aktie verkaufen oder abstoßen. Das ist mit eingepreist. Es ist völlig klar, dass die nicht die Wahrheit sagen. Ja, alles andere wäre höchst utopisch zu erwarten. Ja, jetzt ist mein Plädoyer mal wieder vorbei. Facebook natürlich sein. Wer sehen, wer auf welches Thema wie anspringt. Und dann den Regler wieder zurückdrehen und sagen, jetzt haben wir es ein bisschen übertrieben. Und wieder nach oben drehen. Also ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Nein, machen wir nicht. In Wahrheit sind wir gut Menschen zu profitieren, der aber auch derzeit nicht besonders ausgeprägt ist. Ich bin auch bei Amazon natürlich. Als langfristiges Investment habe ich die im Depot aufgrund der fundamentalen Daten, ja, weil ich einfach glaube, dass es hier sich mittlerweile um ein vergleichsweise sogar defensives Unternehmen handelt. Da muss ich mir auf jeden Fall recht geben. Ich muss noch eine zweite Banane holen. Ich bin gleich wieder da. Welches mittlerweile, das behauptet tatsächlich auch kaum noch ein Analyst, tatsächlich nicht mehr besonders teuer ist. Denn wenn wir uns das anschauen, $3,220, ja, da stand die Aktie auch schon mal vor mehr als 12 Monaten. In diesen 12 Monaten standen aber doch immerhin 4, ja, und bald 5 Quartale von jeweils 30% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt also, das Unternehmen kostet genauso wie vor einem Jahr, hat aber im gleichen Zeitraum Umsatz und Gewinn massiv steigern können, was zwangsläufig dazu führt, dass der ganze Laden jetzt deutlich günstiger ist als noch vor 12 Monaten. Wer sagt, Amazon ist, das ist ein kurzfristiger Hype, das wird sich bald wieder geben, ja, der sollte weiterhin einen Bogen um die Aktie machen. Teuer ist sie nicht mehr, denn insbesondere der Cloud-Bereich wächst immer noch wie verrückt, man kann es nicht anders sagen. Und aufgrund der schieren Größe erscheint es mir doch unwahrscheinlich, dass selbst größere Krisen dazu führen könnten in irgendeiner Art und Weise, dass die Gewinne von Amazon massiv beeinflusst werden. Ja, von einer extrem hoch bewerteten Wachstumsaktie zu einem Unternehmen, welches sich vermutlich in den nächsten 5 Jahren, und ja, das ist eine Spekulation, schon in dem Bereich Value entwickeln wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen 5-Jahres-Plan, oder sagen wir mal bis 2026, 27, 28, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir in diesem Bereich den Wandel erleben von Facebook, von diesem aggressiven Wachstum, vielleicht auch hin zu einem Unternehmen, was Dividenden zahlt, beziehungsweise die Dividenden zahlen muss, wenn es zu einer Aufspaltung kommt. Ja, denn sollten wir eine Abspaltung sehen von Amazon Web Services, und könnte mir vorstellen, dass gerade auch solche Diskussionen wie rund um Facebook dazu sorgen, dass der Regulierungswille größer wird, und das wird bei vielen großen Unternehmen bedeuten, Aufspaltung. Und Amazon Web Services wäre wahrscheinlich die größte Cash-Cow, die man derzeit bekommen kann. Und ja, warum sollten die dann nicht Dividenden zahlen? Das geht, das ist ein sehr steady Cashflow. Kommen wir gleich bei Microsoft auch noch zu. Das ist ja der große Konkurrent im Cloud-Business. Google wäre da auch noch zu nennen. Insofern transformiert sich Amazon gerade, ist vielleicht auch deshalb derzeit für Analysten gar nicht so einfach zu greifen. Charttechnisch nicht viel Neues. Jede Korrektur war ja bisher eine Kaufgelegenheit. Sollte die Aktie bei deutlicher Schwäche hier aus dieser Zone zur Unterseite abprallen, dann wäre hier unten zwischen 2200 und 2300. Das wäre dann noch eine weitere Kaufzone. Das wäre aber auch ja, es ist nicht ganz unrichtig, was er hier sagt. Ja, also bravo. Hat dann wahrscheinlich einige meiner Videos gesehen und sehr gut aufgepasst. Was man hier noch hinzufügen könnte, ist, wenn da eine Aufspaltung gibt in 2, 3 Firmen, dann wird meistens die aufgespaltenen Aktien dann nochmal ein Stück aufgewertet, ja, weil davon auszugehen ist, dass natürlich dann die einzelnen Firmen, also jeweils nochmal mehr wert sind, zusammengerechnet dann alle wiederum, wenn man sie zusammenrechnen würde, als wie jetzt das, was noch nicht aufgespalten ist. Es hat viele Gründe, wie zum Beispiel, dass einfach Firmen, also wenn du jetzt zum Beispiel das AWS, also das Cloud-Geschäft, abspalten würdest, kannst du es viel besser managen. Also so eine Firma, die dann sozusagen nicht mehr ganz so mächtig ist und nicht mehr ganz so bauchladen unterwegs, kannst du viel, viel besser managen. Ja? Und ist auch viel transparenter dann. Ja? Also jeder weiß sofort auf einen Schlag, jeder kleine Anleger, okay, das Cloud-Geschäft von Amazon, das ist die Aktie und die machen so und so viel Dividende und so viel Gewinn und so weiter und so weiter. Sehr interessanter Punkt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch irgendwann kommen wird.
Entweder die entscheiden sie sich selber, dass sie es machen, oder sie kriegen irgendwann den Druck von irgendeiner Regierung oder so, dass sie es machen müssen. Ist eigentlich in der Historie in den letzten 100 Jahren immer so gewesen, dass sich das dann meistens aufspaltet. Aber es ist eigentlich egal. Die haben so viele neue Ideen, die Amazonen, ja. Auch quasi wie so eine Art Franchise-System, Supermärkte, wo du kein Bargeld mehr benötigst, quasi zu vertreiben, zu verkaufen. Das heißt, die machen sich erstmal gar nicht die Mühe zu sagen, naja, wir machen jetzt überall Amazon-Supermärkte auf der ganzen Welt. Nee, sie verkaufen einfach, sie lizenzieren einfach. Das ist immer wieder wie bei der Amazon-Cloud auch, das ist immer wieder bei Recurring Revenue, also Lizenz-Abo-Modelle letztendlich, wo du Verträge hast, langfristige Verträge, wo deine Kunden dir monatlich immer wieder Gebühren zahlen. Das ist quasi ein Gebührenmodell. Und das sind die stabilsten Cash-Käue, ja, also Mehrzahl-Käue, die es in unserem Wirtschaftssystem überhaupt gibt. Deswegen sind ja auch die ganzen Softwarefirmen, die Cloud-Firmen jetzt so erfolgreich und so steil bergauf gestiegen, oder zum Beispiel eine Firma wie Adobe Systems schon früher, als man, oder auch Microsoft, wo man früher, sagen wir mal, sich einmal eine Software gekauft hat beim Saturn und Tanzer, auch im B2C-Bereich als Endkonsument, sich einmal eine Software gekauft hat, die aufgespielt, und dann hat man selber entschieden, vermeintlich, wann man sich die neue Version kauft. Gibt es ja jetzt noch zum Beispiel das Software-Tool, wo ich jetzt hier aufnehme, Camtasia. Es gibt schon längst eine neue Version, aber ich habe in meiner Kontrolle, diese nicht zu kaufen. Die alte Version läuft noch immer on-premise. Ja, ich rede jetzt hier von diesem Aufnahmetool, wo ich jetzt gerade diesen Video, dieses hier mit diesem Ding. Und also das hier, ne? Camtasia. Und es obliegt in meiner Macht zu sagen, ich hole mir die neue Version, ja oder nein. Ja, also ich bin ja Experte für Sales Marketing in der Softwareindustrie. Sobald ich das Ganze aber in eine Cloud-Vertrag habe, dann spiele ich die neuen Upgrades und die neuen Versionen gar nicht mehr auf, sondern ich überlasse das alles dem Softwarehersteller. Der macht das alles für mich alles vollautomatisch in der Cloud, auch Security, Antivirus, all egal was. Ja? Und dafür zahle ich dem einen Obolus, monatliche Gebühr oder jährliche, oder im Voraus auf ein Jahr bezogen, dann kriege ich meistens ein bisschen Rabatt. Alle Software, Cloud, Tools, Services, und dazu würden dann auch so Lizenzmodelle gehören, wie zum Beispiel Beacon-basierte Offline-Supermärkte, wo du alles von Amazon irgendwie kaufen kannst, wo du nur reinläufst. Amazon erkennt dich, weiß, welcher Konsument du bist, du nimmst irgendwelches Produkte, läufst aus dem Supermarkt da raus, und es wird automatisch von deinem Amazon-Konto, von deinem Bankkonto abgezogen. Unfassbar. Und da gibt es natürlich noch auch andere Sachen, wie Amazon Coin, ja, also dass die auch eine eigene Kryptowährung machen, also das spielt auch ein bisschen mit rein, und viele andere Dinge, wo du selber nachlesen kannst. Also das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Aktie, und ich habe sie in der Vergangenheit viel zu wenig letztendlich dort investiert, ja, weil ich auch immer dachte, naja gut, vielleicht gibt es andere, die vielleicht noch ein bisschen mehr Growth sind, ja. Also bei das, was er sagt, dass sie sich langsam zur Value-Aktie entwickelt, den Gedanken hatte ich schon letztendlich schon vor ein paar Jahren. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, im Vergleich dazu haben wir gedacht, okay, Microsoft und Google habe ich mich hauptsächlich dann konzentriert auf diese Aktien. Und dort habe ich die meisten dann gekauft, aber auch wahrscheinlich noch viel zu wenig. Aber letztendlich
Es ist tatsächlich vielleicht so, dass man sagen könnte, mal auf die letzten 10 Jahre betrachtet, sagen wir mal die letzten 10 Jahre, sowas in einem Dreh, im Grunde hätte man sich all diese Gedanken, ja, das Ganze, auch Trading-Ideen oder welche Aktie oder Diversifikation oder welchen ETF soll ich kaufen, all diese Stunden, ja, die ich auch teilweise, weil mich halt Börse einfach auch interessiert. Aber wenn du jetzt mal ein ganz normaler Anleger bist, der sich eigentlich für die Börse so leidenschaftlich gar nicht irgendwie interessiert, sondern weil du einfach nur irgendwie dein Geld anlegen willst, privat und selbst eigenständig, eigentlich könntest du 4, 5 Aktien irgendwie dein Geld investieren oder maximal, sagen wir mal, 10, vielleicht noch ein paar andere Industrien, okay, die dann manchmal ein bisschen gegenwirken, weil ab und zu gibt es dann Rücksätze bei den Tech-Aktien, dann gibt es halt wieder bei anderen Aktien vielleicht ein bisschen höher. Und that's it. Ja, also du brauchst keine 30, 40 Aktien in deinem Depot, ist völliger, eigentlich völliger Bullshit. Ja, und dazu gehört halt Google, Amazon, Microsoft, Apple wahrscheinlich auch, obwohl ich halt überhaupt kein Apple-Fan bin, deswegen habe ich da nur ganz, ganz wenig, also ich habe jetzt irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben eine Apple-Aktie gekauft, ich glaube vor ein paar Monaten. Meine Schwester hat da 10 Jahre gearbeitet und deswegen habe ich da meine eigene Meinung zu diesem Laden. Das ist aber schon länger her. Und auch dieses ganze Apple-Universum, so nach dem Motto, das ging ja damals schon vor 20 Jahren los, wenn meine Schwester dort gearbeitet hat. So nach dem Motto, wenn du einmal ein Apple-Produkt kaufst, dann muss alles andere auch von Apple sein. Ja, und seitdem habe ich da irgendwie eine Abneigung dagegen und deswegen eine persönliche Abneigung. Und es spielt ja auch eine Rolle, wenn du investierst, ne? Wenn es darum geht, die Haltedauer eben an den Tag zu legen, wenn die Aktie auch mal ein bisschen zurückfällt, dass du trotzdem durchhältst. Da ist sozusagen deine persönliche Meinung zu einem Unternehmen oder dein Sympathielevel zu einem Unternehmen spielt eine große Rolle. Also für mich, ich habe überhaupt keine Probleme, eine Google- oder eine Alphabet-Aktie oder eine Microsoft-Aktie zu halten, auch wenn die 10% fällt. Ja? Weil ich einfach an diese Unternehmen zu 100% von denen überzeugt bin, ja, und einfach da auch einen gewissen... einfach ein Verhältnis habe, ja. Und obwohl natürlich, ich bin eigentlich immer ein großer Fan von Bill Gates gewesen oder so, aber jetzt mit diesem ganzen Impfkram, egal. Ich finde es recht, bin d'accord. Jetzt mal schon schauen. Eine 50% Korrektur dann. Aber who knows? Die Börse ist ja kein Platz, an dem es um faire Bewertung geht, sondern natürlich auch ganz viel um Psychologie. Und dann schauen wir auf Microsoft, ja, ebenfalls im Cloud-Business extrem groß und ich schäme mich überhaupt nicht zu sagen, ich habe zu dem Chart einfach nichts zu sagen, weil der einfach nur immer weiter aufwärts geht. Und ich habe einfach mal eine Linie durchgezogen, weil es ja eine geradere bzw. einen schönen Aufwärtstrend wird man bei den großen Aktien kaum irgendwo finden. Und ich schäme mich nicht zu sagen, darauf wollte ich hinaus, wenn mich vor 20 Jahren jemand gefragt hätte, sag mal, es gibt doch auch bestimmt Unternehmen, die heute einigermaßen erfolgreich sind, von denen man aber schon, bei denen man schon erkennen kann, das ist nicht dauerhaft. Da hätte ich gesagt, ja, Microsoft zum Beispiel, PC, das läuft sich sicherlich tot, überleg mal sowas wie Office oder so, das ist doch Quatsch, das wird es bald vermutlich nicht mehr geben. Microsoft ist natürlich mehr als PC und Office. Microsoft ist relativ stark auch im Hardware-Geschäft mittlerweile und insbesondere eben auch Cloud-Business, aber das habe ich nicht kommen sehen, ganz ehrlich. Das ist schon ganz erstaunlich, wie sich das Unternehmen hier gemausert und verändert hat. Und Glückwunsch an all diejenigen, die schon lange, lange drin sind. Microsoft im Übrigen, Amazon habe ich glaube ich gesagt, 28.10. Quartalszahlen, Microsoft einen Tag vorher, 27.10. Und es gibt hier zu diesem Chart auch echt nichts zu sagen. Also klar, ein Rutsch hier unter die 260, 255 Dollar könnte dann tatsächlich mal eine Korrektur einleiten. Und vermutlich angesichts dieses Trends, der also so stark ist hier, muss man dann auch damit rechnen, dass einige dann mal Kasse machen. Das fragt sich vermutlich auch der ein oder andere Investierte. Kann ein Trend ewig so weitergehen, aber bisher war es immer besser, dem Trend den Vorzug zu geben und dementsprechend machen die Analysten eigentlich auch nichts anderes als, ja, schauen wir mal kurz rein, regelmäßig einfach die Kursziele zu erhöhen. Das habe ich hier als letztes gefunden, Barclays, Kursziel von 345 Dollar, beziehungsweise von 330 Dollar auf 345 Dollar. Ja, und so machen es die meisten Analysten derzeit. 349 Dollar, Rosenblatt, einfach immer weiter das Kursziel anheben, macht man nichts verkehrt bei Microsoft. So.
Ja, also Analysten sind für mich nichts anderes als wie Journalisten. Einer sagt irgendwas und alle anderen schreiben ab. Wow, super. Und dann haben die ihr, dann kriegen die ihr Gehalt, können ihre Miete zahlen, ihre Firma, ihre Familie großziehen und sind alle happy. Ne? Also und dann gibt es so Journalisten, die dann die ganzen Analysten auch noch zitieren, ja, so wie Markus Koch oder sowas. Also das ist halt ja ein Business für sich, würde ich mal sagen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen fast forward machen mit Gazprom, was er dazu zu sagen ich hat sagen, noch. Ich bin in Krise teilte mit, dass er zwischen Januar von $330 auf 300 nichts verkehrt bei Microsoft. Soweit zu den drei großen und jetzt wollte ich euch ja noch ein Gazprom-Update mit auf den Weg geben. Gazprom hat Rekordergebnisse zu verzeichnen. Die Gazprom hat ihre bisherige Gasförderung im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert und auch mehr exportiert. Der russische Gasriese teilte mit, dass er zwischen Januar und September 378 Milliarden Kubikmeter Gas produziert hat, ist halt auch der größte Gasproduzent der Welt, was einem Anstieg von 17,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Vorjahreszeitraum, und wir sprechen hier ja nicht schließlich um Restaurant, ja, 17,3% Steigerung ist im Rohstoffbereich natürlich schon unglaublich. Werden wir auch gleich lesen, die Inlandslieferung aus dem Gasfernleitungsnetz legten in diesem Zeitraum um 5%. Ist doch völlig klar und es wird auch weiter so gehen, weil sie jetzt schon planen als Übergangs... weil sie mit Sonnenkraft und Wind und so weiter, weil sie die Kohlekraftwerke noch früher zu schließen wollen als geplant, weil die FDP ja den Grünen da irgendwie entgegenkommen musste und es aber mit Sonnenkraft und Wind und Zwischenspeicher und das alles nicht funktioniert. Die Blackouts quasi immer stärker werden. Also wir haben diesen August ja schon fast Blackout gehabt in manchen Regionen in Deutschland, ja, oder auch in Polen. Das ist extremst heikel. Also das ist wirklich ernst. Also wir können uns über viele unterhalten, aber Strom, also wenn der Strom zusammenbricht, dann wird es echt gefährlich. Also mal in eine Stadt wie Berlin, wenn die keinen Strom hätte für einen Tag oder zwei, dann wäre da das Tal, dann wäre da Armageddon, ja. Also die ganzen, keine Ahnung was, Halbkriminellen und Vollkriminellen, was da so sind, diese ganzen Slums und Viertel und was weiß ich alles. Und keine Alarmanlage würde mehr funktionieren, ja. Also du müsstest die ganze Nacht Wache stehen, damit niemand bei dir im Haus einbricht. Ja? Also und um das Ganze zu überbrücken, wird wahrscheinlich, mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit, werden wir Gaskraftwerke innerhalb kürzester Zeit hochziehen müssen, um eben dort einen etwas grüneren Strom als wie Kohle eben zu produzieren für einen gewissen Zeitraum, so mal 10 Jahre oder sowas, bis dann wir irgendwann mal so viele Sonnendinger auf dem Dach haben, was auch eigentlich völlig utopisch ist, ja. Und auch die Windkrafträder, die sich dann gegenseitig den Wind wegnehmen, desto größer der Windkraftpark wird, ja. Also lest euch da, ich empfehle euch wirklich nur mal, schaut euch da mal wirklich unabhängige Studien und so weiter an zu dem ganzen Energiewandel und Alternativenergien. Das ist teilweise wirklich surreal, ja, was dann die Politiker vorhaben oder was sie sich da planen und dann auch noch, sagen wir mal, Atom gleichzeitig auch noch abschalten zum Kohle. Also wir brauchen eine stetige Stromversorgung, die zu 100% gewährleistet ist. Ansonsten stellen wir nicht nur unseren Wohlstand aufs Spiel, sondern die nationale Sicherheit, ja. Das ist tatsächlich so, ja. Also das ist schon, sag mal, jede Bankfiliale, ja, wenn die keinen Strom mehr hat, kannst du da die Fensterscheibe einschmeißen, ja, und niemand kümmert, weil die Alarmanlagen nicht funktionieren, ja. Also das ist, Leute, also da Gas ist auf jeden Fall wird ein extremst wichtiger Rohstoff. Natürlich liefert Russland nicht nur an Deutschland, aber es ist halt ein riesiger Abnehmer. Ich glaube, um die Hälfte aller Gaskonsume, des Gaskonsums kommt von da. Und diese Pipeline da, die ständig umstritten war, die wird auf jeden Fall gebaut. Das habe ich euch schon vor einem Jahr erzählt. Ich war leider auch viel zu vorsichtig, aber ich habe halt auch nur limitierte Ressourcen. Ja, ich bin ja kein Hedgefondsmanager oder kein Fondsmanager oder sonst was, wo ich Millionen und Millionen von Euro zur Verfügung habe.
wo ich dann immer schön viel da und hier und dort kaufen kann. Ich kann nur so viel sagen, vom absoluten Tiefstpunkt bei 3 Euro bei Gazprom ADR, ich glaube, das war irgendwo unter 4 Euro, habe ich die mal gekauft. Habe ich sogar ein Video dazu gedreht, könnt ihr mal auf meinem Kanal nachschauen. Bis jetzt sind wir ungefähr 9 Euro, also es ist fast eine Verdreifachung, also 250% auf jeden Fall. Und dann noch die Dividende auch noch, ja, zweistellig und ausgezahlt worden, immer so um August herum. Also das ist natürlich, habe ich so natürlich auch nicht kommen sehen, aber ich schaue euch mal ein paar meiner Videos an. Ich wusste natürlich vor 2 Jahren auch nicht, dass wir viele Gaskraftwerke wahrscheinlich bauen müssen. Aber dass Gas eine sehr wichtige Rolle spielen wird in der Zukunft, das war mir auch schon vor einem Jahr und auch schon vor 2 Jahren klar. Auch zum Beispiel zur Erzeugung von Wasserstoff. Ja, was auch total perfide ist, weil es sehr ineffizient eigentlich ist alles. Ja, Wasserstofferzeugung, da geht viel verloren und ist alles schwierig. Aber hey, die Politik hat da ihren eigenen Kopf, ne? 17,9% zu, die Gasexporte in Länder außerhalb der ehemaligen Sowjetunion erreichten knapp 146 Milliarden Kubikmeter, die zweithöchste Menge in einem 9-Monats-Zeitraum in seiner Geschichte und ein Anstieg von 15,3% im Vergleich zum Vorjahr. Und genau deshalb wollte ich mit euch auf die Aktie schauen. An dieser Stelle sollte ich sagen, ich bin investiert in Gazprom. Persönlich seit etwa 4 Euro und schon sehr, sehr lange. Und es gab auch den ein oder anderen aufbauenden Kommentar, denn ja, ich war ja schon mal bei fast 100% im Plus, nicht ganz. Und dann war ich aber auch ein paar Monate unterhalb meines Einstands. Aber Dividende gab es dennoch in dieser Zeit überwiegend. Ja, es wurde ein Quartal eigentlich nur ausgesetzt. Warum jetzt Gazprom Update? Weil für all diejenigen, die sagen, ich bleibe hier drin, denn selbst auf diesem Niveau, muss man sagen, ist hinsichtlich der zukünftigen Erwartung der Dividenden, ja, die kennen wir natürlich noch nicht fix. Sprechen wir immer noch über zweistellige Dividendenrenditen. Das heißt also, Gazprom ist nach der Betrachtung immer noch attraktiv. Aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der Gazprom gekauft hat, weil er sich Kursgewinne versprach von einer Entwicklung, über die wir gerade einiges erfahren haben. Und hier muss man sagen, dass wir jetzt bald in den ersten Widerstand kommen. Der liegt um 9,80 Euro herum. Ja, das ist jetzt eine sehr langfristige Betrachtung. Und der Chart ist relativ steil. Ja, für diejenigen, die einigermaßen das Tief erwischt haben, das werden jetzt nicht allzu viele sein, sind das immerhin mehr als eine Verdreifachung auf dem aktuellen Niveau. Und egal, wie positiv die Aussichten sind, ein jeder Chart braucht auch mal eine Korrektur. Und im Nachhinein sehen dann bei großen Trends diese Korrekturen immer klein aus. Die können aber problemlos auch mal 20, 30 oder 40% betragen. Sollte also beispielsweise die Aktie hier bei 9,80 Euro dann zurückprallen in den Bereich 7,50 Euro, ja, dann sind das ja gleich schon 20-25% Korrektur. Wer sagt, ich sitze es eh aus, ich will die Dividenden haben und so weiter, alles klar, ich wollte nur hier in diesem Update einmal darstellen. Derzeit bekomme ich unglaublich viele Nachrichten auch zu Gazprom und richtig viele Fragen, soll man jetzt kaufen? Also so ein bisschen heiß gelaufen und piekig fühlt sich das derzeit an. Und ja, macht was draus, wir haben Teilgewinne realisiert von über 80%. Bei den Renditespezialisten bleiben aber mit einem Teil weiterhin investiert, einfach weil die Aussichten für Gas, ja, Gas ist halt in dem zukünftigen Energiemix, wenn es darum geht, hinsichtlich der Emissionen Dinge anzupassen, spielt Gas eine immer größere Rolle. Also die Story ist meines Erachtens nicht vorbei, aber. Ja, jetzt stimme ich wie gesagt zu. Ich habe das Video nicht vorher geschaut, also sagt quasi das gleiche wie ich. Vielleicht hat er sich auch meine Videos ja auch angeschaut und daraus sozusagen sich auch Wissen geholt. Das ist ja auch erlaubt, deswegen publiziere ich auch meine Videos online, damit auch ebenso Leute wie er hier davon profitieren und lernen können. Und und vice versa. Und natürlich, ich habe auch Teilgewinne realisiert, weil das waren einfach über 250% oder sowas von manchen Käufen. Ich habe ja immer stückweise gekauft. Und dann habe ich natürlich auch noch einen Sparplan auf Trading Republic, ja, aber von dem rede ich gar nicht, weil dort ist natürlich das immer ein Cost Average, egal. Ich rede von der Kaufen- und Halten-Position und weil ich natürlich auch immer wieder Geld nachverdienen muss, ne, also wenn ich heute mein Geld investiere, ein bisschen was, dann muss ich auch erstmal wieder Geld verdienen oder sagen wir mal, gewinnen, was übrig bleibt, dann mein Privatvermögen, dass ich dann wieder ein bisschen was investieren kann. Das ist ja nicht so, dass ich unlimited resources habe oder zu jedem Zeitpunkt zu jedem Monat des Jahres immer beliebig viel Geld oder gleich viel Geld oder so, ne? Das ist ja auch immer unterschiedlich als Privater. Mal hast du hier einen Kostenblock, dann musst du das mal investieren, das kaufen und du willst ja nur investieren
mit Geld, wo du nicht jetzt in 3 Monaten wieder brauchst. Das wäre ja ein fataler Fehler, weil du ja den Kurs so kurzfristig nicht vorhersehen kannst. Das ist ja auch einer mit den Gründen, warum sagen wir, viele Neulinge oder so an der Börse oder auch welche, die es einfach nicht besser wissen, immer wieder Geld verlieren. Und ja, ich habe auch um die 7,5 und einmal um die 8 Euro, das war hier sowas, als wir quasi hier über das Ding hinausgeschossen sind, auch ein bisschen was realisiert. Also aber auf gar keinen Fall 80%, so wie bei ihm. Ich glaube, er sagte 80%, bei mir war es eher ein kleinerer Anteil, weil ich ja weiterhin an die Aktie glaube. Jetzt im Nachhinein, als er das Video aufgenommen hat, war die bei 39. Jetzt, mittlerweile sind wir bei 8,50 wieder zurückgefallen. Also diese kleine Korrektur hat schon stattgefunden. Aber ich, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, bereue ich eigentlich, dass ich auch diese Teilgewinne mitgenommen habe, weil ich glaube, ich bin fast zu 100% davon überzeugt, dass wir bei der Gazprom-Aktie keinen Rücksetzer sehen werden, auch aufgrund der aktuellen Entwicklung, politischen Entwicklungen. Die Pipeline wird gebaut werden, alles Mögliche. Wir werden wesentlich mehr nachfragen. Der Gaspreis für Konsumenten ist extremst gestiegen, wird weiterhin steigen, Inflation etc. Viele, viele, viele Punkte, die einfach dafür sprechen, wo ich mir sage, war vielleicht sogar ein Fehler, hier Teilgewinne zu realisieren. Dass das Ding noch quasi bis auf 12 Euro auf jeden Fall steigt oder was weiß ich wohin. Ja, warum nicht bis 20? Ja, was ja letztendlich Kursziele von 12 bis 18 Euro wurden ja schon vor Corona, ja, also vor 2-3 Jahren schon von sehr renommierten Häusern, ich glaube wie JP Morgan, Goldman Sachs und so weiter, wurden ja schon quasi diese Kursziele damals schon, als wir hier auf dem Level hier waren, von 6-7 Euro 2019. Damals ja schon geäußert. Ne? Und dann kam 2020 dieser Corona und Crash und diese Ölpreis-Minus-Crash und dieser Ölkrieg und all diese Sachen. Und dann sind wir natürlich ja bis ins Bodenlose wieder runter. Und jetzt eben diese verspätete Hosse, die ja damals schon eigentlich vorprognostiziert wurde, auch von allen Analysten und renommierten Häusern und so weiter. Ja, das ist sozusagen mein Plädoyer zu dem Ganzen. Auf jeden Fall interessante Aktien. Ja, wahrscheinlich ein frequenter Zuschauer meines Kanals, weil das sind genau auch die Aktien, oder mitunter, sag mal, natürlich habe ich noch mehr Aktien, wo ich mich ständig damit beschäftige oder, sag mal, oder viel Gedanken darüber mache oder auch einen Großteil meines Geldes investiert habe. Aber das sind definitiv, können die da auch mit dazu. Ja. Also, und insgesamt muss man sagen, trotz des ganzen Informationswahnsinns da draußen und dieser Vielzahl von Aktienkanälen, die immer wieder neuen Stoff brauchen, um Klicks zu generieren, es ist extremst verlockend. Also ich quasi, und ich muss auch mich dazu zählen, leider, ich bin ja nicht ausgeschlossen, dass sich dein Portfolio da immer weiter auseinanderzieht. Ja, also dass dann irgendwann hast du plötzlich mal 30 Werte und das ist noch eine geile Aktie und oh, das und die, oh, die ist so viel versprechen, da nochmal 1.000 Euro investieren und hier nochmal 500 Euro investieren und hier nochmal 2.000. Und dann hast du halt so einen Bauchladen an Depot irgendwann. Und wie gesagt, ich schließe mich da auch selber nicht aus. Es ist sehr aktuell, es ist auch sehr verlockend. Ja, es gibt einfach viele Möglichkeiten, viele neue Trends, die da auch kommen werden oder so schon stattgefunden haben. Und du weißt halt im Voraus nie wirklich, welche von diesen Aktien wird mal der nächste Gigant. Ja, und dann musst du halt da mal 1.000 Euro und hier mal 1.000 Euro investieren. Die eine bleibt stehen, mehr oder weniger an der Entwicklung oder wird weniger wert, 50%, die andere wird 300% Mehrwert, ja, und es ist mir alles jetzt schon passiert in den letzten Monaten und unterm Strich ist es dann halt auch eine gute Entwicklung meistens, wenn du dich ein bisschen mit beschäftigst, aber wenn du halt keinen Bock hast, da viel Zeit zu investieren und du hast die Zeit gar nicht, ich hätte eigentlich auch gar nicht die Zeit, die ich da investiere, obwohl ich es auch manchmal sehr gerne mache, weil ich es einfach so eine Art Hobby leider auch ist bei mir, leider, in Anführungsstriche. Ich glaube, es gibt auch bessere Hobbys als Mann, als wie sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Börsengeschichten zu beschäftigen.
Und auch als gut aussehender Mann gibt es bestimmt bessere Hobbys, ja. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, ja. Und als wie vor dem Bildschirm die ganze Zeit zu hocken, ja, wie so ein Idiot. Oder genauso wie diese Gamings da, Game, alles virtuell, 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 Internet, Internet, Internet. Ja, das Leben, Leute, findet da draußen statt. Ja, Swipe, 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 ja. Ja, von wegen, ja. Das sind ist schon fast geistesgestört, irgendwie diese. Da gab es jetzt während der Corona-Welle in Deutschland gab es ganz viele Online-Dating-Coaches jetzt. Ne? Die haben dann quasi ge Haufen Geld genommen, um Leuten beizubringen, wie sie online daten können. Also nur online. Dann frage ich mich echt, okay, alles klar, oder? Also, wie habe ich dann, wie mache ich dann einen Zungenkuss? Ja, online? Ja, geht schon, ja, virtuell, alles klar. Okay, cool. Ja, gut. Ja, soll es gewesen sein zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Etwas länger geworden, 45 Minuten. Ja, ich glaube, ich tritt ein Pferd. Ich muss jetzt auch weiter. Ich wünsche noch einen schönen Samstag oder Wochenende oder wann auch immer du dieses Video schaust. Ich wünsche noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein, schau mal wieder rein. Mission Millionär, ne? Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja, eine Million Euro liquides Vermögen. Aber ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht den Titel nochmal ändern soll, weil in Deutschland ist einfach eine extrem starke Neidkultur. Das ist vielleicht, der Titel ist auch vielleicht zu stark polarisiert nur aufs Geld. Ne? Also Mission Millionär, Satisfaction. Und deswegen habe ich es auch so genannt, Satisfaction. Und wie habe ich es nochmal genannt? Das weiß ich meinen eigenen Namen nicht mehr. And Freedom, ja. Es ist halt de facto, gibt es sehr wichtige Dinge im Leben. Und eine Million Euro auf dem Konto ist einfach nur eine banale Zahl, ne, die dein Leben jetzt erstmal nicht verändern wird. Ja. Also das von daher. Aber ich bin schon sehr nah dran und aber ich werde da keine Veröffentlichung oder sowas drüber machen. Es gibt so YouTuber, die dann irgendwie alles offenlegen und so. Ja. Also das ist halt, das werde ich glaube nicht machen. Das ist ein hoher Preis, den du dafür zahlen musst, dass du dann mehr Klicks und mehr Abonnenten hast und so weiter. Aber du weißt nie, wer alles diese Videos schaut. Ja, von daher werde ich mir da was anderes einfallen lassen, vielleicht auch ein bisschen tendenziell in eine Richtung gehen künftig mit dem Kanal. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.